Eine Schocknachricht erschüttert die FC Bayern-Familie. Bei Maria Luisa Mahler-Groß, der Nummer 1 im Tor der Frauenmannschaft des FC Bayern München, wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Das gab der Club am Samstagmorgen bekannt. Die 23-Jährige veröffentlichte zudem eine Videobotschaft, in der sie über ihre Erkrankung spricht. Hallo ihr Lieben, ich habe heute leider keine guten Nachrichten, aber ich wollte mich trotzdem persönlich an euch wenden und euch erzählen. Bei mir wurde ein bösartiger Tumor entdeckt. Und ja, da ich jetzt nach den letzten Untersuchungen, wenn alles abgeschlossen ist, mich in Behandlung begeben werde, werde ich dem Team fürs Erste fehlen. Die Nachricht löste bei den Bayern-Verantwortlichen tiefe Betroffenheit aus. Uns alle hat die Nachricht von Mahler-Groß Erkrankung zutiefst erschüttert, erklärte Vorstandsboss Jan-Christian Dresen. Sportvorstand Max Eberl sagte, Mahler-Groß wird jetzt ihren wichtigsten Kampf angehen. Dabei sind wir an ihrer Seite und wünschen ihr von Herzen die nötige Kraft sowie alles Gute.